für euch. Ich komme gerade aus der Stadt. Der Postbote war auch da. Der Max hat das Paket entgegengenommen. Und zwar ist es die neue Matratze für den Luki. Wir wurden nämlich gefragt, ob wir eine Matratze von Casper testen möchten. Ich erzähle euch dann später noch, warum ich ja dazu gesagt habe. Da hinten steht auch ein weiteres Paketchen. Und zwar ist da meine Weihnachtsdeko drin. Ich habe es immer noch nicht geschafft, die auszupacken. Leute, ich habe so einen Stress. Außerdem ist mein Handy heute Morgen kaputt gegangen. Ich muss da morgen ganz weit fahren, um das reparieren zu lassen. Also bin ich leicht genervt. Aber mein Gott, was soll man machen? Hier steht auch noch was. Wir waren nämlich in der Stadt und haben meinem Mann neue Klamotten gekauft. Die kann ich euch dann auch noch im Anschluss zeigen. Ich möchte mich jetzt nur ein bisschen beeilen, weil ich Lukis Zimmer eben fertig machen möchte, die Matratze drauflegen möchte und das Ganze frisch beziehen möchte. Das habe ich ganz schön oft möchte gesagt. Und zwar schläft der Luki in letzter Zeit total schlecht. Er ist auch schon ein paar Mal bei uns im Schlafzimmer eingeschlafen, neben seinem Papa. Das tut mir dann immer total leid, ihn zu wecken. Und deshalb schlafe ich dann unten und habe dann voll die Rückenschmerzen. Aber egal. Jetzt hoffe ich natürlich, dass er dann mit der neuen Matratze besser schläft. Dazu sage ich euch dann später noch ein bisschen was. Mein Tipp. Schere. So, dann machen wir das Schätzchen mal auf. Die Matratze hat übrigens schon mehrere Preise gewonnen. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, RosellaMir50 nennt er sich. Da könnt ihr 50 Euro sparen. Ich verlinke euch aber alles nochmal unten in die Infobox. Schreibe ich euch alle Infos nochmal rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Lassie hilft mir. Ja. Okay, Schlafgut steht hier. Ah, okay. Was ist das? So sieht es jetzt aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssen sie mal hinlegen, Lassie. Ja. Hilfst du mir? Genau, einmal so. Genau. Schaut mal, was die von alleine jetzt gerade macht. Wie lustig. Das kann man also auch ganz alleine machen. Braucht man keinen starken Mann dazu. Super. Ich habe übrigens Lukis andere Matratze mal unten drunter gelegt. Wir haben ja immer so viele Besucherkinder, ne, die da schlafen. Und dann können wir die dann gerade rausziehen. Was ich auch noch gut finde, ist, dass hier so ein Reißverschluss ist. Schaut mal, das finde ich richtig gut. Dann kann man das nämlich abziehen. Ich verwende ja immer so Schoner für all unsere Betten. Aber das finde ich jetzt richtig gut. Das ist so weich. Lassie, magst du dich mal drauflegen? Ja. Lassie macht den Betttest. Und? Ja, sehr weich. Weich? Cool, okay. Dann beziehe ich jetzt mal das Bett. Und dann freut sich der Luki, wenn er nach Hause kommt. Da ist jetzt der Schoner. Habt ihr auch solche Schoner für eure Kinder? Oder wie macht ihr das? Und so sieht jetzt das fertige Bett aus, schön frisch bezogen. Ich bin mal gespannt, was der Luki spricht, wenn er nach Hause kommt. Ich habe euch ja auch erzählt, dass der Luki ein neues Bett bekommen wird. Das ist aber leider noch nicht da. Und hier hängen auch noch nicht die Bilder an der Wand. Hier habe ich eine Macke reingehauen, das muss ich im Luki auch noch reparieren. Jetzt muss ich aber erstmal hoch, weil da auch noch andere Arbeit auf mich wartet. Ja, aber ich bin ganz zufrieden jetzt mit Lukis Bett. Mein Tisch sieht aus. Leute, ich habe doch diese Adventskalender-Aktion gemacht. Ich habe hier noch alles liegen, das muss ich dann noch wegräumen, zeige ich euch aber auch noch. Außerdem regnet es draußen und ich denke, wir werden heute Mittag wieder eine Runde spielen. Aber jetzt muss ich mich total beeilen und kochen, denn mein Mann kommt schon bald und hat Mittagspause. Und fragt mich, und was hast du gekocht? Ja, das mache ich jetzt alles zusammen mit euch und los geht's. So sieht der Tisch jetzt aus. Ich habe heute Morgen noch Kartons gesucht und zwar muss ich ja meine Adventskalender verschicken. Es war jetzt gar nicht so einfach, den passenden Karton zu finden. In diesen Karton müssen ja noch diese ganzen Geschenke. Jetzt bin ich froh, dass ich den von Zara noch aufgehoben habe. Das ist ja der andere Adventskalender. Dazu liegen da hinten die Geschenke und der Adventskalender ist da drüben. Den kann ich euch gleich mal zeigen. Ich musste nämlich noch Close-Ups machen für mein Video. Zeige ich euch aber gleich. Das Wetter wird auch nicht besser und deshalb, ja, wie gesagt, spielen wir heute Mittag. Ich räume jetzt aber erstmal das ganze Chaos hier weg. Da hinten noch, ne? Das ist mein ganzes Deko-Zeug, weil wir ja hier dann gleich essen und ja, jetzt gehen wir mal rüber. Dann kann ich euch noch den anderen Adventskalender zeigen, der schon fertig ist. So sieht er jetzt aus, der andere Adventskalender. Ich habe das mal hier drauf drapiert, weil ich noch ein Bild machen wollte für meinen
Thumbnail bzw. ein Close-Up noch gebraucht habe. Ich habe euch dazu nämlich ein Video abgedreht, das habt ihr euch gewünscht. Dazu hatte ich euch gefragt auf Instagram und da haben ganz viele gesagt, ja, mach bitte ein Video dazu. Wenn dieser Vlog hier online geht, dann habt ihr das schon online, mein DIY. Verlinke ich euch aber trotzdem nochmal in der Infobox, also falls es euch gefällt und ihr da nochmal reinschauen wollt, dann schaut auf jeden Fall in das Video. Ich werde jetzt diese kleinen Pakete wieder rüberbringen zum Esstisch und das Ganze dann eben verpacken in Zellophan und dann in den Karton rein und zur Post bringen. Ja, das mache ich heute und meine Freundinnen werden diesen Vlog ja erst später sehen, weil der erst später online geht und dann haben sie die Post schon bekommen. Okay. So, aber jetzt geht's zum Kochen. Auf geht's. Ich muss jetzt erstmal eine Softbox holen, weil es hier so dunkel ist. Also nicht wundern, ich habe jetzt hier künstliches Licht. Ich koche jetzt Putenbrust mit Speckmantel für meine Jungs. Dazu gibt es Bandnudeln. Und zwar diesen hier. Für meinen Mann und mich gibt es einen Kürbis mit Kartoffelgnocchi und Schafskäse. Das ist ein Bio-Kürbis und ich habe nur gelesen 2,99 € und dachte mir noch so, hey, voll günstig, ne? Nimmst du mal mit. Das war natürlich der Kilopreis. Ich war irgendwie total abgelenkt und ich habe knapp 6 € dafür bezahlt. Naja gut, so ist es. Oh, mein Ring liegt hier noch. Den darf ich nicht, verlegen. So, jetzt würze ich das Ganze weiter und nehme euch, wie gesagt, eine Runde jetzt mit. Das interessiert euch ja auch immer, was ich so koche. Vielleicht ist es ja auch mal eine kleine Inspiration. Meine Uhr geht übrigens immer noch falsch. Ich habe es noch nicht zum Juwelier geschafft. Ich habe jetzt hier 20:09 €. Aber wie gesagt, es ist kurz vor 1. Also gut, let's do it. Ich koche heute übrigens in meinem Mulex. Also das Fleisch brate ich jetzt erstmal in der Pfanne an und dann kommt das Ganze in den Mulex, während ich meinen Kürbis vorbereite. Jo. So, ich habe den jetzt gewaschen, ausgehöhlt und jetzt schneide ich mir grobe Stücke. Das Coole an bei dem Kürbis ist ja, dass man die Schale mitessen kann. Und das ist ja der beliebteste Kürbis der Deutschen. Und auch mein Lieblingskürbis. Während das Essen jetzt vor sich hin kocht, mache ich hier mal weiter, damit ich das dann heute noch zur Post bringen kann. Ich bin fertig mit Kochen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe den Tisch noch schnell gedeckt und ja, also wie gesagt, hier sind unsere Gnocchi mit Kürbis und Schafskäse, Putenbrust, Soße und die Nudeln, was zu trinken und wir lassen es uns jetzt schmecken. Übrigens wollte ich noch dazu sagen, die Tischdecke, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, die ist noch aus dem Restaurant meiner Eltern, also die ist schon über 20 Jahre alt, ich habe mehrere. Das Rosa, das passt so gar nicht, ne? Aber mein Gott, so ist es halt. Mehr Realität und so, ne? Schmeckt's dir, Lassie? Mhm. Okay, wir essen mal weiter. Okay, nehmen wir Code Black oder Code Blue? Blue. Okay, Code Blue. Dann alle Brillen habt ihr. Habt ihr eure Agentenkoffer? Ja. Okay, Mikrofilme haben wir parat. Sanduhr und Schürfel. Okay, wer möchte starten? Der Jüngste, oder? Du? Okay, der Jüngste startet. Was ist es? Nur ich, oder? Nur du? Wir sind die einfachen Agenten. Okay. Okay, also du musst jetzt zeichnen. Ja. Und wir müssen erraten. Hier ist der Spezialstift. Ja. Der Lissandro sieht jetzt nicht, was er zeichnet. Ja. Und in der Zeit, in der die Sanduhr läuft,
muss er das jetzt schaffen. Oh, hast du schon geguckt? Ja. Okay, also, go. Zeitung, Haus? Haus. Gut. Tür? Yay! Echt, Tür war? Ja. Hast du aber gut gezeichnet. Für das, dass Alessandro nichts gesehen hat, ist das das Ergebnis. Ein Haus. Yay, hast du gut gemacht. Okay. Ja, das blaue Wort wäre Angel gewesen. Angel? Das ist ein bisschen schwierig. Wir sagen auf Angel. Also, okay, also jetzt kriegst du Punkte, weil du es ja innerhalb der Zeit. Wo ist dein Koffer? Hier. Okay. Und ich auch, ne? Ja, zwei. Okay, und schaut mal, wie ich aussehe. Das bin ich, das ist mein Agentenausweis. Cool. Okay. Ist ein bisschen groß geworden, das Haus. Möchtest du weitermachen? Bitte? Ja. Okay, dann muss er erstmal würfeln. Nein. Nur du. Okay, dann okay. Sollen wir dir noch zeichnen? Mach einfach so. Dann. So. Okay, perfekt. Also, dann ziehst du jetzt erstmal das Wort. Genau, Code Blue haben wir ja gesagt. Es gibt auch noch Code Black, aber das ist schon sehr anspruchsvoll. Also, wir müssen erstmal ein bisschen mit Code Blue üben. Hier sind halt zwei Begriffe drauf und der Doppelagent entscheidet, welchen Begriff er nimmt und den muss er dann eben zeichnen. Den hatten wir jetzt. Den hatten wir. Okay. Grün. Und wenn jemand das Blaue und das Grüne hat, kriegt er drei. Genau, dann kriegt er mehr Punkte. Ich glaube, das untere Wort ist auf Englisch, ne? Also es steht in Deutsch und in Englisch. Genau, ja. Okay, hast du dich entschieden? Ach, nur du, ne? Ja, nur der Luki darf die Brille aufsetzen oder muss die Brille aufsetzen. Das ist ja eigentlich eher eine Bestrafung, weil man sieht halt nichts. Ich zeige euch das später mal. Ich gucke mal, ob ich das hinbekomme, dass ihr quasi auch durch die rote Brille schauen könnt. Wir hatten das Spiel auch letzte Woche gespielt, ich glaube Sonntag auch. Ja. Das ist so unser Spiel, wenn es halt regnet. Und haben mich ganz viele auf Snapchat gefragt, beziehungsweise Insta war es, ne? Instagram, wie das Spiel denn heißt. Und ja, es heißt Invisible Ink. Und es geht halt um Doppelagent. Okay, genug gequatscht. Der Luki muss zeichnen. Du musst die Brille aufsetzen, ne? Okay. Setz die Brille auf. Okay. Okay. Dann go. 3, 2, 1, los. Go. Haus. Koffer? Zeitung? Tür. Auto. Auto. Bus. Taxi. Raumschiff. Koffer. Straße. Auto. Bushaltestelle. Koffer. Tier. Zeit ist um. Ah, Zeit ist um. Dose. Ja! Ach so. Oh, der hätte mal das kommen können. Ja. Das Wort war Brot. Das ist dann nicht mehr. Ja. Mal das kommen. Aber das sieht echt aus. Ja, könnte man als Toaster sehen. Ja. Vielleicht hättest du noch ein Toastbrot dazu machen müssen, Luki. Ist das drin? Das ist drin. Ja, aber so ein einzelnes. Aber wie mal ein Toastbrot. Mit Geld. Ja, Brot. Okay, gut, jetzt bin ich dran. Also keine Punkte, weil keiner hat es erwartet. Okay. Nur wir. Nur ihr Brille aufsetzen und ich darf zeichnen. Yes! Okay, weil es ist echt schwer mit der Brille zu zeichnen. Ich nehme mal das Blatt, ja? Also, weil man muss ja nicht so verschwenderisch sein, ne? Also, dann ziehe ich mal. Warte, das habt ihr ja schon gesehen. So. Okay. Oh. Die Karte, die du das ist aber schwer. Du musst das hintere nehmen, oder? Das hintere? Nein, du musst das hinterhalten. Achso, dass du nichts siehst. Ah, ja. Entschuldigung. Was nehme du ich kannst denn? Auch eine neue Karte nehmen. Kann ich eine neue Karte nehmen? Ich das kann nicht so gut malen. Danke, ihr seid so lieb. Ah, das ist einfach. Okay. Oh, das kann ich, glaube ich. Aber ich bin nicht so gut im Zeichnen. Ja. Okay, also seid ihr bereit? Ja. Sanduhr? 2, 1, okay. Kreis. Gesicht. Nase. Mund. Körper. Hals. Ja. Hals. Ja. Kreis? Ja. Hals. Hals. Bein. Bra. Seht ihr das? So, das soll der Hals sein. Gut gemacht, Lassie. Ja. Okay, und wir haben noch eine Menge Zeit gehabt, ne? Ja. Okay. Ja. Zwei. Zwei Punkte.
Du zwei, ich zwei. Ja. Und jetzt kannst du wieder würfeln. Bitte sehr. Hier liegt noch ein Punkt. Das sind so Mikrofilme als Punkte. Auch süß gemacht. Ne? Okay. Oh, alle. Alle Brille aufsetzen. Oh, oh nein, das wird so schwer. Okay. Oh, voll gut. Okay. Oh, ist die hintere Karte? Ja. Okay. Okay. Die hatten wir schon, ne? Lass uns die mal auf Seite legen. Ich glaube, das kriege ich hin. Okay. Also. Ah, doch. Nein, doch. Ja. Okay, sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Okay. Bereit? Ja. Go. Kopf, Gesicht, Hals, Körper. Körper. Frau, Mädchen, Hut. Zauberer, Hut, Krone, Prinzessin. Doch, Luki hat es schon. Krone. Krone. Okay. Ja, komm. Junge, ja, Alter. Der Bauch. Also ich zeige euch mal die Brille. So, nicht erkennen, was der Lissandro gezeichnet hat. Und jetzt könnt ihr es aber sehen. Ist das nicht cool? Schaut, ihr seht so nichts. Und so seht ihr was. Richtig cool, oder? Okay, gut. Also dann hast du jetzt zwei Mikrofone geschafft. Ja. Das ist für dich. Und zwei für dich, Jessie. Okay, ja. Gut. Jetzt ist der Luki wieder dran, ne? Ja. Ja, da ist ja die Bella. Ich war doch Bella. Ja. Bella stimmt schon wieder das Video ein. Ja. Jeder. Okay, hast du schon? Okay. Also jeder muss die Brille aufsetzen. Ja. Yeah. Wir schauen mal ins Licht. Jo, stimmt. Rot. Voll das rote Licht, ja. Okay. Stimmt. Und wie ist es schwer? Also ich muss das blaue zeichnen. Grüne. Also für das Blaue kriegt man einen Punkt. Ja. Und fürs Grüne zwei. Und wenn man als erstes das Grüne erreicht, dann geht es nicht weiter. Ja. Dann kriegt man zwei. Und ansonsten kriegt man drei Punkte. Ja, wenn man beide erreicht. Okay. Also okay. Warte ich noch nicht. Hier, also als englischer Begriff ist ja das hier. Aber das ist das, aber das heißt doch eigentlich hier. Nee, das ist das. Ja, Max ist das. Ah. Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche? Ja. Okay, das ist gleich. Okay. Also Max ist da, dann muss ja wohl das Gleiche sein. Okay. Also gut, Lassie, bist du bereit? Ich denke, das Grüne, aber ihr könnt auch das... Ja, geht's. Von easy. Bella, was machst du? Ja, Bella, ja. Oder okay. Bist du drin? Oh, das soll nichts. Das soll nichts. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Nö, du musst nicht. Bereit? Kann ich die so machen? Nein, von der Seite. Okay. Bereit? Maus. So. Ja. Und Katze Maus. Ja. Hose. Gesicht. Das war jetzt. Okay. Also. Straße. Auto. Waldweg. Man kann nicht erkennen. Schaukel. Alle. Das so. Ja. Also, ja du darfst nicht reden dabei. Katze, Maus, Hund. Gesicht. Hä? Eisenbahnschienen. Straßenbahnschienen. Was? Straßenbahn. Messzentrum. Was war's? Zug oder Bahn? Nee. Aber ich hab Eisenbahnschienen gesagt. Ja, das sollte, also sagen, das sollte fahren. Ja, und hinten oben hast du das. Ja, Bus. Aber das hast du gut gesagt. Weil ich hab Angst, weil das englische Wort ist Train. Und auf Deutsch das heißt aber Bahn, aber Train ist Zug. Ja. Okay. Gut, also da bin ich jetzt dran. Okay, Leute, ich würde sagen, wir spielen jetzt hier eine Runde weiter und wir verabschieden uns an dieser Stelle mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bei dem blöden Wetter bleibt uns echt nichts anderes übrig. Wir waren vorhin noch mal eine Runde draußen mit Bella, da hat es kurz aufgehört zu regnen. Aber jetzt wollten wir halt wieder das Spiel spielen und das mögen wir halt voll gerne. Vielleicht ist es auch was für euch. Schaut gerne mal unten in die Infobox. Ich verlinke es euch gerne. Bald ist Weihnachten, ihr wisst Bescheid. Da sucht man ja immer was für die Kinder. Und ich finde, das ist echt ein tolles Spiel. Also meine Jungs haben zumindest Spaß. Ne? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Am Sonntag hat der Papa auch mitgespielt, ne? Ja. Der kann auch so null zeichnen. Okay, also der Stift bedeutet? Du. Nur ich muss aufsetzen. Ja. Na toll. Mm.
Okay, also Leute, ich verabschiede mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. Okay, also. Das ist voll einfach. Also du pass auf. Jetzt auf den Zug. Achso, ich stehe. Ja, das kann ich ja nicht sehen. Ja. Okay, also pass auf. Zeit, drei, zwei, eins, ja. Haus, Katzen. Haus. Ja. Haus. Haus. Ich war erst da. Was okay, ihr beiden. Was? Jeder Haus. Eins. Teilen. Haus. Hier, guck. Haus. Und was war das untere? Hof. Hof? Ja. Haus und Hof. Warte mal, man kann doch... Sehr cool.